Jasmin! Hm. Wo bist du? Nein. Oh. Fuck. Ah, du bist in deinem Hobbyraum. Der Küche. Was kosten Leckeres? Ich habe Spiegelei mit Schinken gemacht. Oh, geil. Nochmal Steaks. Oh, Trinken koche ich gerade ab. Und eigentlich hatte ich jetzt noch Eier gleich. Ja. Ja, mehr als du auf jeden Fall. Damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. To Die. So, ich hole jetzt noch einmal ein bisschen Wasser zum Abkochen. Mach mehr. Dann können wir nämlich auch Kleber, Klebeband und so weiter herstellen. Damit wir das Jagdmesser aus Eisen machen können. Und dann wollten wir ja noch looten gehen bei dem wunderschönen Sommerwetter. Sommerwetter, wollte ich sagen. Sommerwetter. Ja, mein Knie ist kaputt. Muss ich gleich mal gucken. Ja, das ist denn nicht so schön, ne? Du hast ja letzte Folge hast ja den Eber platt gemacht, ne? Den alten Eber Eberhard. Ja. Wie ist denn der? Ich, genau. Ist der vergleichbar mit so einem Hund? Ja. Gibt der viel Fleisch? Ein bisschen hartnäckiger. Ja, ich habe 24 Fleisch gehabt. Das ist schon ordentlich, ne? Da kann man schon mal so das ein oder andere Schnitzel draus machen. Oh, dann nehme ich mal das linke Feuer. Ne, ich brauche ja trübes Wasser. Warte mal. Ich schnimm mir jetzt mal ein paar Knochen. Und jetzt will ich machen Kleber. Kleber. So, und ich könnte jetzt machen... Oh, ich kann einiges an Kleber machen. Dann mache ich mal... Ja... 15. Und dann machen wir noch... Wasser. Kann ich denn das hier bauen? Cool, dann haben wir noch gekochte Maiskolben. Können wir eigentlich, das nehme ich mit. Den Mais packe ich hier rein. Ah, ich habe doch jetzt vom Landleben gelernt, ne? Aber jetzt haben wir natürlich keine rohen Kartoffeln mehr. Wenn ich jetzt, was war, das Saat? Kartoffelsaat. Uiuiuiuiui. 5 Kartoffeln brauche ich dafür. Wie sieht denn das hier aus? Kartoffelanbau. Und kann ich Mais vielleicht machen? Warte mal. Mais. Sind Mais-Samen? Ha! Achso, Mais-Samen hier unten. Ich hab sogar eine Taschenlampe eingesackt. Reicht auch nicht. Guck mal. Ey! Oh, ich hab's gemerkt! Hey! Nein! Voll gut. Hab ich mir selber gebaut. Hey! Hast du selber gebaut? Einen Schlagstock? Ich dachte, die leuchtet. Drück mal F. Ah, cool. Geil. Die weiß ich. Wenn es abends dunkel ist. Geil, fette Sache. Ja, ich rüste mich richtig aus jetzt hier. Mega. Sei ruhig, sonst kriegst du die Eisensteine. Ach so, ja, ich kann mir ja kein Licht machen. So, aber... Helm nicht. Du musst mal unterwegs sein, ne? Dann findest du sowas auch. Nee, ich brauche ein... Was wollte ich noch mal bauen? Ach so, ja. Wir wollten ja das Messer.
Und zwar das Jagdmesser. Und dafür brauchen wir Klebeband. Hier. Ja. Geil. Oh, kein Holz mehr. Klebeband. So. Für Klebeband brauche ich noch Lumpen. So, dann machen wir einmal Klebeband. Vier Stück. Ne? Sollte ja eigentlich reichen. So, dann kann der Restkleber hier rein. Dann haben wir 11. Knochen. Lumpen. Federn. Federn kommen damit rein. Hatte ich nicht Eisen? Ja. So, und dann wollen wir nochmal das jagende Messer. Ja, da brauchen wir auch Klebeband für. Ja, ja, habe ich schon fertig gemacht. Ich brauche jetzt noch 4x Leder. 1, 2, 3, 4. Leder habe ich auch noch richtig für eingesammelt. Wenn du aus der Kiste raus bist, musst du mal Bescheid sagen. Nö. Ich bleib einfach drinne. Und geh weg. Dieser Gegenstand wird momentan verwendet. Verwende gesicherte Aufbewahrungskiste entriegelt. Dieser Gegenstand wird momentan verwendet. Aha. Geil. Ja, jetzt warst du so lange in der Kiste, ich habe vergessen, wie viel ich brauche. Ich brauche mal meine neue Weste 16. An. Kleinen Moment. Jetzt ist sie schon wieder in der Kiste. Ja, ich habe vergessen, da noch was reinzumachen. Ah, sieht cool aus. Was hast du denn da genommen? Ein Nummernschild, ein Mülleimerdeckel. Ich habe das gefunden. So, hast du auch gefunden? Ja, ich habe voll viel gefunden. Du bist ja ein richtiger Finderich. Da war richtig viel. Und Nitrat haben wir ja da drin, ne? Wo soll ein Blei hin? Ich habe Blei, 174. Unten links in der Kiste. Ich schmelze das nur immer wieder ein. Deswegen ist da nichts drin. Da, wo du gerade drinne bist, zufällig. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Ah, nee, da ist sogar Blei drinne. So, Nitrado. Haben wir da? Hier ist kein Nitrat drinne. Gut. Oh, ich habe eine Axt. Ach, meine Steine. Hä? Haben wir nochmal Wasser? Nahrung für mich? Da brauchen wir klar was einen leeren Wasserkrug für, ne? Ausrüsten. Rezepte. Trübes Wasser. Ja, ein leerer Wasserkrug. Ja gut, die sind jetzt alle voll. Ich denke, ich habe 2 gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 2 Messer gemacht habe. Eins habe ich. Aber ich habe auch. Nee, Jagdmesser nicht. Na denn hier? Achso, das andere ist noch in Arbeit. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, der Steinhammer kann erstmal weg. Nehme ich eh nicht. So, dann würde ich nämlich mein Knochenmesser raussetzen. Den Holzknüppel nehme ich auch erstmal nicht. Knochenmesser. Da. Mal was essen. Brauche ich jetzt auch nicht. So. Wir
Wir haben gar keine Steinpfeile mehr, ne? Doch, ich hab die bei mir. Ja, ich mach mir kurz welche. Ich packe auch da gleich nochmal welche wieder rein. Ich hatte die mit wegen... Pfeil. So. Ja. Also, meine Time, ich habe jetzt ein bisschen Essen mit, ein bisschen Trinken. Ich habe immer noch kaputtes Knie. Ja, wir können ja langsam gehen. Und ich muss erstmal trinken. Und dann muss ich mir noch Essen einpacken. So, das haben wir. Ah, wir haben es schon 15 Uhr. Wir müssen langsam los. Ja, was kann ich? Ey, Alter. Ich möchte ja nicht drängeln, ne? Aber irgendwie. Ach so, aber. Schon, ja. Ja, ich war ja eben die ganze Zeit unterwegs, ne? Ja. Ja. Mit Eber. Mit Eberhard Eber. Und wir nicht wissen, was ihr da gemacht habt, du und Eberhard. Was ich gemacht habe mit dem. Ja, da frage ich mich auch. Versucht den zu killen. Ach so. So. Ich darf noch nicht drauf gehen. Ich habe jetzt einen vollen Koffer hier, wo ich gerade sage, volle Tasche. Du sagst denn, wenn du soweit bist, ne? Ich bin schon draußen. Ich geh nochmal. Achso. So, wir wollten einmal zum Hafen gucken oder wollen wir ganz woanders hin? Der Hafen, da ist leer alles. Da warst du schon, ja? Aber da hinten war ich, da war auch so ein Häuschen. Also da war noch alles voll. Also da hinten die Ecke ist es alle, eigentlich noch alles voll. Hier ist es leer. Ja, da waren wir auch noch nicht so oft. Ich war da hinten schräg rüber. Dann gehen wir da nochmal schauen, ja? Dann machen wir einen kleinen Nachmittagsspaziergang, der Verdauung zuliebe. Mhm. Ja, wir bräuchten irgendwie mehr Häuser. Ja, wir hätten jetzt auch dahin gehen können, wo wir letztes Mal abgehauen sind, wegen dem Zombiebären und... dem Ganzen, ne? Aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit, wa? Ja. Ich kann nicht so schnell, mein Knie ist noch Schrott. Ja, alles gut, ich sammle ja nebenbei hier. Da hinten ist die Dingsgrube. Da habe ich dieses Weiße weggemacht. Nitrat, oder? Mhm. Hm. Wofür war nochmal der Chrysanthem-T? Weißt du das? Ja, ich glaube Ausdauer und ich glaube du bist länger, also nicht dolle satt, aber einmal ein bisschen gesättigt. Also kriegst nicht so schnell Hunger. Glaube ich, war das. Müssen wir denn auch nochmal herstellen? Ja. Und Kaffee, wir haben ja mega viel Kaffeebohnen. Wir müssen auch Kaffee mal anpflanzen irgendwie. Kaffee und Kartoffeln. Wir haben nur leider nicht genug Kartoffeln, dass wir da nochmal Saat draus machen können. Hm. Ich habe honigtechnisch kein Glück mit den Bäumen, ne? Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe erst ein oder zweimal Honig ich gehabt. Gar nicht. Ich hab das nur aus so einem Rucksack und so gekriegt. Hatte ich Bergbau geskillt? Nee, ne? Nee. Ja, schön ist es hier, oder Ingeborg? Mhm.
Herrlicher Waldspaziergang. Ja. Hier ist irgendwas Rotes. Was kriegt man denn, wenn man das abbaut? Eisen, ne? Wo bist du denn? Da würde ich mir jetzt aber nicht die Taschen mit vollstopfen, oder? Hä? Hab's doch getan. Ich konnte nicht widerstehen. Inge? Ingeborg? Ja. Wo bist du hin? Ja, hier. Ach, da hinten. Haust du da etwa Eisen ohne mich ab? Jo. Ich will mitmachen. Ich habe keine Ausdauer. Warte auf mich. So. Wunderbar. Hervorragend. Und jetzt mach mir einen Erdbeersmoothie. Warte mal, ich muss mal eben meine Axt einmal heile machen. Ja. Ja, alles gut. Ich verprüge so lange Mutter Natur. Ja. Das hast du da von Mutter Natur. Ich hätte jetzt gerne einen Erdbeersmoothie und einen Zylinder. Ja. Und dann würde ich mein Smoothie trinken, während ich mit meinen Jute-Shorts auf dem Sofa sitze. Ich meine natürlich im heimischen Garten. Was ist das da hinten? Keine Ahnung. Ja, in dem Haus war ich schon, aber da könnte mittlerweile auch wieder Loot sein. Außer du warst da jetzt drin. Nee, da war ich nicht. Warst du hier an dem Müll? Ja. Ist das mein Müll? Leerer, zurückgelassener Müll. Scheiße. Was denn? Hä? Wo ist er denn? Ach, da! Ach, komm mal her, jo. Hier, Bike Guy Ingo. Voll auf Tour. Ich will mal meinen Schlagstock hier ausprobieren. Aber ich gehe mal zu wenig weg. Oh. Na toll. Ich will meinen Schlagstock ausprobieren und du haust ihn nieder. Ich gebe ihn einfach auf den Böter. Ja, der ist aber nicht so gut. Da muss ich mir erstmal reinfuchsen. Welche Stufe hat denn der Schlagstock? 1. Ja, hättest du mal den. Gerade erst gemacht. Hättest du mal den Knüppel genommen, der war ja Stufe 2. Der ist aber doof. Finde ich. Den Knüppel magst du nicht so? Nee. Kannst du mit dicken Knüppeln nicht so umgehen, wa? Nee. Du bist nur so kleine. Von deinem Freund gewohnt. Was ein Loser. Ja, hier ist doch das Autokino, hier war ich doch schon. Was baust du da ab? Immer noch das, was wir eben zusammen abgebaut haben. Hast dich runtergegraben, ja? Bisschen. Abiskin, Abiskin. Leeres Vogelnest. Warst du hier schon im Autokino? Nein. Wieder. Ich gehe ja auch mehr in die Büsche gucken. Da liegt nämlich viel rum. So, ich dachte, du gehst hier mit Henry Joe ins Kino. Meistens. Nee, in die Büsche sind Kisten. Wolltest du dich an mich ranschleichen oder was, Bruder? Das war wohl nix. Hey. Oh, der Loot ist zurück. Ich habe 50 Jetons. Oder ich war nicht an der Kasse dran, ich weiß es nicht. Aschstuhl.
Aber das lässt sich ja relativ schnell herausfinden. Mülltonne unberührt. 5 Rohr. Da kann ich nicht bei. Ich gehe mal auf Toilette, ne? Ja, Papier. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen soll. Mach doch einfach mitnehmen. Ja, aber wir haben bis jetzt noch nichts gehabt, was wir mit Papier gemacht haben, ne? Ja, ja, kommt vielleicht noch. Gut, ich nehme das ganze Klopapier mit, was nicht runtergespült wurde. Und trübes Toilettenwasser. Da war noch ein Rest drinne, den habe ich mal, gegönnt. Ja, die Tür ist immer noch offen, wie ich sie aufgelassen habe. Verwende Tür. Ja, ein bisschen. Ah, jetzt habe ich meinen Schraubenschlüssel nicht mit. Also hier sind keine Zombies. Ich hatte gerade eine. Und der Loot ist echt überschaubar. Also hier ist nicht viel wiedergekommen. Ja, besser wie nix. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Ja. Oh, hier ist noch ein Lootbag. Viele Steine sind hier. Aber da hinten war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Hier ist ein Karnickel. Ja, ich krieg die so schlecht. Ja, ich auch. Das war zu hoch. Hä? Lauf doch nicht weg. Ich treffe dich schon nicht, wenn du stehst. Wo bist du denn? Bleib stehen. Auf dem großen Parkplatz vom Autokino. Ach so, da hinten irgendwo. Warst du überhaupt schon mal weiter da hinten? Hab das Karnickel. Ja. Wo war ich? Na, weiter hinten hier jetzt. Nee. Weiter als das Autokino war ich noch nicht. Okay, dann. Und hier ist noch eine Tür. Die ist aber wieder aus Metall. Hallo. Oh, hier ist ein Hund auch. Ja. Ja. Den habe ich. Hier ist aber noch ein Hund. Komm erstmal her, Fifi. Okay, jetzt habe ich die Hunde, jetzt kommt der dicke Biker. Ich habe keine Ausdauer. Daneben gehauen. So geht das, mein Buddy. Okay, der Biker war jetzt nicht das Problem. Der Koch vom Bobs Café auch nicht. Und Schwester Hannelore. Dass du spielen kannst und reden kannst. Ich kann das nicht. Ich konzentriere mich und kann ja nicht mehr so viel reden. Du bist auch eine... Ih, die hat ihren Arm verloren und läuft trotzdem weiter. Was bin ich? Geht das mit dem anderen Arm auf? Nee, jetzt ist sie tot. Du bist ja auch jemand, der höchstwahrscheinlich beim Rückwärts-Einpacken die Musik leise macht. Hast du ein Problem damit? Ich muss die Musik lauter, leiser machen, damit ich besser gucken kann. Nee, kann ich mich einfach besser konzentrieren. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ich hab hier ein Groupie. Ja, ich sammle hier gerade mal ein paar Eier und so ein. Ma'am, ich bin beschäftigt. Okay, tschüss.
Sie kuschelt mit dem Hund. So. Ist hier noch einer drin? Nee, ne? Oh, hier ist so ein Big Bag. Oh, ein Traum wird wahr. Jasmin. Was ist das für eine Kiste? Ist nur eine Kiste, ne? Nee, kann ich besuchen. Oh, Holz. Praktisch. Am Big Bag. Jasmin. Mhm. Adrim comes true. Warum kann ich denn den nicht durchsuchen hier? Ist aber relativ überschaubar hier an Loot in der Hütte. Ich habe draußen jemanden auf mich aufmerksam gemacht. Oh, hier gibt es einen Keller. Mir ist kalt. Die Tür ist verschlossen. Du machst so komisch. Ich nicht. Hier ist so ein Krabbler. Sag ihm, er soll aufhören damit. Du hast zwar nicht mit ihm geredet, aber er hat aufgehört. Ein Glück. Und Mrs. Dorfire ist die Treppe runtergefallen. Ich helfe ihn. Aua, bin ich ja Gentleman, ne? Scheiße. Der war jetzt aber... Autsch. Ich habe vielleicht nur noch 59 Leben. Ich werde was essen, dann geht's mir besser. So. War ich hier schon mal? Oh, Reparaturkits, praktisch. Und Stahlvorschlaghammerteile. Komm raus! Nein! Joseph, komm raus! Scheiße, meine Ausdauer! Ah! Ich habe das Gefühl, du hast ein Problem. Oh, ich hatte fast einen Rehhirsch. Scheiße! Scheiße, Entschuldigung. Ich wollte nicht so schreien. Jasmin! Also bitte! Kacke! Geh dir sofort den Mund mit Kernseife auswaschen. Aber sofort! Ich hatte fast einen Rehbock. Ich habe ihn zweimal getroffen, aber meine Kack-Ausdauer hat nicht hingehauen. Ich hatte mal fast einen Tripper, aber ist alles gut gegangen. Mist. Echt Mist. Scheibenkleister. Oh, Kacke. Verflixt. Das ärgert mich jetzt richtig, ja? Wir hätten so viel Fleisch haben können. Dafür haben wir viele Steine. Ich mit Steine kann ich die machen essen. Viel länger satt, weil die länger im Magen bleiben. Mist, ey. Scheibenkleister. Ist doch blöde. Ach, das ist doch unmöglich. Hier ist ein Hart, auch die sind mir zu schnell. Ist doch unverschämt. Mann. Oh, so nah gewesen. Zweimal habe ich den getroffen. Zweimal? Ja. Mit einem Knüppel oder mit einem Pfeil? Ja, mit dem, nee, mit dem Stein-Dings, aber die können auch ganz schön was ab. Mit dem Stein-Pfeil oder die wie? Schreit aber komisch. Nein, mit der Steinaxt. Steinaxt, ach so. Oh, ich habe wieder einen Punkt gekriegt. Check it out. Ich nicht. Ja, frag dich mal warum. Check it out. Verschlossen. Oh, der hat 14.000 HP. Tue ich mir das an? Also hier müssten wir zu zweit drauf prügeln auf dem LKW. Der ist echt stark. Bin ich hier irgendwie an der Seite? Hm.
Da kommen Arme aus dem LKW. Da hab ich dir auf die Finger gehauen. Einmal ein bisschen Ausdauer sammeln. Ein Schluck Wasser. Der wollte hier rauskrabbeln. Auf die Kniescheiben. Ich zertrümmer den einfach die Knie, wenn die rausholen. Aua! Das war aber... Ich habe gerade ordentlich Damage gekriegt. Also das muss ich schon sagen. Das war nicht human. Ah, und er hat es auch geschafft, hier durchzubrechen. Ach, das ist doch sowas von ärgerlich jetzt. Hier bin ich. Alter, hier hat's gebrannt. Ja, da war ich auch schon. Bist du im Brandgebiet? Ja. Ja. Da bin ich auch schon gewesen. Mann, ich wollte diesen blöden Rehbock. Hätte ich hierfür auch diese, was habe ich denn dafür überhaupt? Eine Rohrzange oder so? Hier hört sich's aber gruselig an. Stofffetzen. Obwohl doch, die brauchen wir ja auch manchmal. Ne? Wo bist du? Ich bin auf dem Parkplatz. Im LKW. Oh. Was haben wir denn hier Feines? Holz- und Plastikmüll. Ist eigentlich der rote Balken? Das rote Stück. Was ist das? Irgendwas ist hier nicht ganz richtig, glaube ich. Ich habe hier einen Bauplan für einen Schockstab, aber ich habe das schon gelernt. Wieso wird denn das jetzt dunkel? Müssen wir nach Hause? Weiß ich nicht. Scheiße. Ja, wir müssen nach Hause, Alter. Ich nehme dir den Bauplan mal mit, ne? Dann kannst du den auch lernen. Ich habe voll vergessen, dass ich das kann. Und ich habe für die Klingenfalle was gelernt. Oha. Ja. Nee, ich meine hier wegen dem Gebiet. Ach so. Ich dachte, du warst auch so begeistert von der Klingenfalle. Okay, jetzt nach Hause. Ich hab so viel. Ach, schade. Ja. Hau den Maulwurf. Oh, ist verbrannt. Wir hätten hier echt zu zweit reingehen müssen. Nein, ich habe viel mehr gesammelt. Oh, danke schön. Ich habe 359 hab, XP durch dich gezücht. Ja. Ich bin ja auch gekriegt. So. Macht's gut. Ich mache einen Schuh. Mir ist das hier zu gruselig. Bist du immer noch im Brandgebiet? Ich hau ab da, das ist mir zu komisch. Obwohl, ich sollte den nicht töten. Komm, wir machen hier zusammen auf. Ich hol dich da raus, Kumpel. Da bin ich doch Bro. Das Brandgebiet fand ich jetzt aber sehr, sehr... Ein schmerzhafter Schlag schön. In die Klöten. Da ging er zu Boden. Oberschenkel. Ich werde auch sterben. Ich merke das gerade sowas von, dass ich diesen blöden Hirsch nicht gekriegt habe. Hier ist eine Küche im LKW. Gammelfleisch. Verkohltes Wildbret. Ein leerer Wasserkrug. Oh, hier wäre eine Tür gewesen. Irgendein Schrank oberhalb. Ja, das war jetzt hier nicht unbedingt die fette Ausbeute. Mann, ey. Ist die Tür auch von der anderen Seite? Dann kann ich mir das sparen. Oder ist das noch ein extra Raum? Nee, da ist eine Tür. Die wären schon schneller. Nein. Doch. Das bildest du dir ein. Nee.
Bilde ich mir, glaube ich, nicht ein. Oh, ich kann das Auto durchsuchen. Tschüss, ja, ich lauf nach Hause, Alter. Zwei Messingheizkörper und eine Stufe 4 Steinschaufel. Wahrscheinlich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Vielleicht kriege ich ja morgen den Rehbock. My English, das ärgert mich jetzt. My English is not the yellow from the egg. Überall Vogelnester. Ich bin 2 überladen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich bin 3 überladen. Ich bin schon fast zu Hause. Toll. Ich habe doch gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Es wird dunkel. Ja, aber in dem Moment, wo ich dich am meisten brauche, bist du nicht für mich da, Jasmin. Ja, egal. Ich hätte dich bei dem Rehbock auch gebraucht. Wieso? Hat er dich platt gemacht? Nee, aber der ist abgehauen. Oh, ich bin massig überladen. Es hat sich gelohnt, aber ich bin extrem überladen. Was ist denn der? Ich sehe nichts. Ich höre die Schritte, aber ich sehe keinen. Ach, da. Doch, die wären schon schneller. Aber ich denke erst ab 8. Es ist gleich 8. Oh, ein Stufe 6 Helm. Ja, dann komme ich jetzt auch zurück, ja? Ja, ich gehe schon langsam Richtung Heimat, ey. Ach, hier wäre auch ein Safe gewesen. Da hätten wir das Dreh gehabt, aber na gut. Ja, ich bin ja schon on the way. Nix kann mich aufhalten, zu dir zu kommen. Auch nicht dieser unberührte Kaffeeautomat. Oder die unberührten Schränke hier. Ja, können doch morgen nochmal hingehen. Jetzt ist leer. Also fast. Der größte Teil ist weg. Langfinger Bob war wieder unterwegs. Oder nicht? Cringe. Ich hoffe mal, dass ich nicht hops gehe. Ich habe mir nämlich was richtig Geiles mitgebracht. Deswegen gehe ich ja schon mal nach Hause. Kann ich dich sehen? Das nicht passiert. Warte mal auf mich, du bist gar nicht weit weg. Lauf schneller. Ja, ich bin am Laufen, aber ich kann nicht so schnell, ich bin überladen. Komm schon, warte auf mich, Bro. Oh. Komm schon, Bruder. Ja, seh zu. Ja, Habibi, hab dich mal nicht so. Doch. Ey, mich ärgert das sowas von mit diesem Reh gerade. Ja, schwör, Digga, ich hätte auch kotzen können. Kannst du vernünftig reden? So ärgerlich, ehrlich. Da hätten wir schön Fleisch gehabt. Lieber ärgerlich als ärgerlich, ne? Du bist 120 Meter von mir da, in der Richtung? Nach Hause. Kann das sein, dass du weitergehst? Ja, hier sind Vogelnester und Hühnchen. Ich versuche ja schon im Windeseile zu dir zu kommen, ne? Ich glaube, ich bin zu blöd für diese Pfeile. Ja, ich kann mit denen aber auch nicht gut schießen. Ist da ein Trick? Na, du musst, wenn die Tiere halt weiter weg sind, ein bisschen höher zielen, ne? Weil die Pfeile nach unten fallen, so gesehen. Ist egal, wie ich ziele, ich treffe die gar nicht. Entschuldigung, junge Dame, haben Sie meine Frau gesehen? Ich habe mich verlaufen und meine Frau, die war hier irgendwo. Hallo? Hallo? Ein einfaches Nein hätte es auch getan. Brust ab. Alles voll hier, ey. Rate mal, wer ein Glas Honig aus dem Baumstamm gekriegt hat. Da unten bist du. Ah, gut.
Ja, ich komme nicht hinterher. Du läufst ja immer weiter. Ich bin doch hier oben, Alter. Ich sehe dich nicht. Da, ich sehe dich. Ich gehe immer nur durchs Gebüsch, weil hier immer Sachen liegen. Oder weil man mal Tiere sieht. Tiere. Ja, die weglaufen von mir, weil ich nervös werde und ich weiß, dass ich den Knopf nicht drücken soll. Auch ärgerlich. Besser ärgerlich als ärgerlich, ne? So. Sagte schon deine Großmutter immer. Ah, echt? Ja, ja. Wenn wir zusammen Kaffee getrunken haben, kurz bevor wir ins Kino gegangen sind, dann hat sie immer gesagt, besser ärgerlich als ärgerlich. Ich sehe doch gar nicht. Hä, natürlich kenne ich deine Großmutter. Ich war mit ihr zusammen. Oh, du bist so... Hier ist Paula Müll so umgerührt. Boah, so viel ist da. Falls du noch nicht zu weit zu Hause bist, wäre cool, wenn du zu mir kommst, weil ich habe Angst. Ich bin auf Max überladen. Ich kann hier nicht gucken, ne? Ich soll gucken gehen, dann soll ich zu dir kommen. Wo bist du denn jetzt? Bei diesem Schrottplatz. Wie im wahren Leben. Nix kann der alleine. Ich bin fertig. Und was willst du jetzt von mir? Ja, falls Zombies kommen. Ich bin echt langsam. Meine Ausdauer ist sehr schnell weg. Dann musst du das mal besser kalkulieren, ey. Hey, ich bin maximal überladen, weil ich alleine looten müsste. Richtig. Du weißt schon, dass ich ganz viele Sachen auch so wie Holzsteine, Eier und so, Federn. Ja, achso, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab noch was für dich. Ja, schön. Bist du so weit? Bist du, ey. Ja, wenn du da hinten abbaust, dann komme ich jetzt zu dir. Ja, du brauchst so lange. Ich brauche überhaupt nicht lange. In Windeseile bin ich da. Ich soll auf dich warten, weil du nicht hinterherkommst. Und dann schlägst du den Stein kaputt. Ich warte nicht auf dich, ich laufe nach Hause. Warum? Weil ich doch nicht warte, wenn du trödelst. Ich trödel gar nicht. Und dann gehe ich wahrscheinlich auch noch drauf. Nee, danke. Ich bin produktiv. Warte, komm her, ich habe was für dich. Das will ich dir diese Folge noch schnell geben. Er kann sowas von nervig sein. Ja, Jasmin, ich hab's geschafft. Meine Beine können mich kaum noch tragen. Jetzt mach. Und? Was ist denn das? Bauplan. Für einen Schlagstock mit Strom. Würde dich das nicht erfreuen? Ja. Ich helfe dir. Das war's mit dem guten Wanderer. Du musst das Messer nehmen. Im Knast nehmen wir immer das Messer. Ja. Das war dem eine Lehre. Ja, mein das Messer wird er nie wieder machen. Ey, das ist ja geil gemacht. Mit der Spiegelung von meinem Messer, dadurch, dass die Sonne so komisch steht, blendet mich das. Ach so, guck mal, guck mal, guck mal. Mann, was ist denn, ey? Ich will ja nicht angeben, aber... Ja, und ich habe auch eine. Ja, aber ich habe jetzt auch eine. Ich hatte zuerst eine. Viel cooler. Nee. Wer als zweites eine findet, ist cooler. Nee. Doch. Lügen darf man nicht sagen. Darf man wohl. Man darf es nur nicht machen. Oh Gott, wie oft hast du das geguckt? Boah. Es wurde dir ja von jedem geschickt. Nee. Doch. So. Dann wollen wir mal reinsortieren. Ja, wir sind jetzt bei 44 Minuten. Ja, bitte, sortieren wir das noch gemeinsam ein? Bitte. Aber ich würde das gerne schon noch diese Folge einsortieren, weil ich habe immer Angst, dass wenn ich rausgehe aus dem Spiel und wieder reingehe ins Spiel, dass das sonst weg ist. Wenn ich das nicht einsortiere. Guck mal, 9 Eier habe ich gesammelt. Ist aber nicht sehr viel. Hä? Doof oder was? So kann ich...
Hast du noch, kann ich mal zwei Eier haben? Ja, rein da selber. Danke. Ah, ich brauche 4 Eier. Oh, das war so nicht geplant. Ja, Kristallreibe zu essen. So, und dann kann ich da noch einen machen. Und hatte ich nicht noch trübes Wasser? Ne, nur leere Wassergläser. Doch, trübes Wasser. Wasser. So. Ja, ich habe auch so gesagt. Haben wir über 500 dieses Nitrat? Was war das jetzt hier nochmal? Nee. Da. Eisen haben wir auch ganz schön viel, ey. Eisen. Wie mache ich denn das jetzt mit diesem Bauplan? Anklicken und A drücken. Und dann? Hast du den gelernt und dann kannst du das bauen. Was denn? Ein Schockstab kannst du jetzt bauen. Da brauche ich geschmiedetes Eisen, Leder, Klebeband, elektrische Teile. Aha, aha, das mache ich aber nächstes Mal. Ja, unsere Kiste ist voll. Aua. Also das können wir schon mal vorbereiten. Der macht ja, verkohltes Beet macht ja echt nicht viel Nahrung aus, ne? Er ist ja auch verkohlt, macht ja im echten Leben auch nicht viel aus. Auch voll cool. Ach, wir können keinen Schockstab bauen, weil wir noch keine Werkbank haben. Aber weißt du, was geil ist? Die Taschenlampe. Nein, wir können von Tony Stark diesen Energiekreis machen. Vielleicht können wir uns einen Ironman-Anzug bauen. Doch, die Taschenlampe ist auch gut. Die macht richtig Licht. Cool. Geil. Also optisch cool. So, ich musste die gar nicht gedrückt Was halten. Was brauchen wir denn für eine Werkbank? Ach so, wir müssen die lernen. Ach, hier kommt man nicht mehr rum. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Wo? Oh Gott, das ist ja alles voll Wirrwarr, was du hier gebaut hast. Noch, gefühlt. Noch, Jasmin, noch. Das wird noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Ne? Das wird noch besser. Oh. Na schade, dass ich diesen blöden Elch, nee, dieses Rehding nicht gekriegt habe. Das ärgert mich. Womit baue ich die am besten ab, damit ich auch alles kriege? Und schade, dass man keine Fische fangen kann. Hm. So, dann können wir nach und nach Kartoffeln anbauen. Ich behalte mal die 4, weil ja, ich brauche 5. Ja, ich würde das jetzt mal abbrechen, sonst wird die zu lang. Ja, oh Gott, das tut mir schon wieder so leid. Ja, wie gesagt, ich achte ab jetzt auf meine 30-Minuten-Folgen. Sagst du jedes Mal. Wenn ich im Spiel drinnen bin, dann vergesse ich die Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, vielleicht den einen oder anderen Lacher, vielleicht das ein oder andere mal, boah, ihr Idioten, seid ihr doof. Boah, ist die wieder nervig. Ja, die alte Kackbratze. Scheißlaune. Wenn die den Mund aufmacht. Und das stinkt so. Oh Mann. Und, naja, zumindest vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht ein bisschen mitgefiebert. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.